Hey Leute und herzlich willkommen zur 14. Folge von Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. Ja, wir haben in der letzten Folge Silvias Schädel gefunden und ihr aufgesetzt und so weiter und haben so dem Bildhauer endlich seinen Frieden gegeben. Die Musik ist gerade ein bisschen arg laut und ein bisschen arg düster hier. Ja, jetzt schauen wir hier mal. Wir haben den Vogel auch angelockt, der hier war. Ich muss gerade echt ein bisschen nochmal leiser machen, schade. Und jetzt sind wir hier in diesem neuen Wimmelbild. Rätsel. Und schau mal, was wir so haben. Okay, was haben wir denn? Eine Palette. Die ist hier im Hintergrund. Ein Federball. Ein Federball, da. Okay, ein Pferd. Mal da drauf. Eine kleine Glocke. Eine Krone. Buchstabe X. Okay. Haben wir den? Ich weiß es gar nicht. War der hier drinne? Was da? Tatsache. Ich dachte, das wäre so ein Pflaster, aber okay. Haben wir hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Handschellen. Ein Gewicht. Haben wir hier. Ein Elefant. Den haben wir hier. Eine Libelle. Da am Stuhl klebt die dran. ein Rasierpinsel. Und eine Servicekappe. Ja, da können wir wahrscheinlich hier die Zeiger dran machen. Dann kommt der Kuckuck raus. Tatsache. Kuckuck. Okay. Dann fehlt noch ein Auge. Das ist hier ein ziemlich großes, komisches Auge irgendwie. Rasierpinsel und Servicekappe. Das ist so ein Knochen. Was haben wir denn hier hinter? Geräusch war gerade ein bisschen arg laut. Ich muss mal ein bisschen leiser nochmal stellen. Das ist gerade alles so laut. Warum ist das so laut alles? Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Spielkarte. So ein Schmetterling. Aber der Rasierpinsel und die Servicekappe fehlen immer noch. Habe ich hier noch irgendwie drin gehabt und ich habe es irgendwie übersehen. Ah, da ist der Rasierpinsel. Okay, den habe ich echt nicht richtig gesehen. Aber die Servicekappe fehlt immer noch. Wo haben wir die denn? Können wir hier noch irgendwas wegschieben oder? Nee. Eine Servicekappe. Ja, pff. Ist die hier dahinter oder? Nee. Nee, die sehe ich gerade echt schon wieder überhaupt nicht. Es ist immer so eine Sache, die sehe ich irgendwie gar nicht in letzter Zeit. Gibt's immer so eine einzige Sache. Ach, da. Ja. Hab da wieder was anderes drin gesehen. So eine Bürste oder sowas. Naja. Jetzt haben wir hier ein Gewicht. Ich weiß gerade nicht mehr, was wir damit machen können, aber wir können hier schon mal das Herz einsetzen. Mal schauen, was wir damit machen können oder wo wir hier hinkommen. Was ist hier für ein Raum? Wow. Hallo, liebe Dame. Okay, ich möchte erstmal schauen, ob wir hier das, Gott, hier ist so eine Katze im Schoß. Ob wir hier vielleicht schon direkt das Experten... Oh, okay, ich habe das Expertenobjekt schon gefunden. Nämlich hier, das ist so ein Buch und ein eingerahmter Schmetterling. Ach so, ja. Hallo, Kate. Hallo. I'm so pleased to meet you. Ja. I've heard a lot about your exploits in the House of a Thousand Doors. Okay. I hope you will help me too. The workshop here where I restore paintings is behind this door. Mm-hmm. I was removing a layer of paint from an old canvas when flames burst out of the painting and consumed my workshop. Now I can't go in there. Maybe you could help me to find out what happened. In the meantime, I'll go find my bird. Ah, den Vogel haben wir doch wahrscheinlich schon.
Also hier haben wir jedenfalls das Expertenobjekt schon, also hier so ein Buch und ja, eben die Angaben des Schmetterlings, habe ich ja schon gesagt. Oh, hier haben wir die Wahrsager-Chroniken. Die sieht aus wie unser Medium, ne? Kann das sein? Am Hof von Kaiser Konstantin, dem 11. Ich glaube, das war der 11. Ja, der 11. Weil IX wäre 9. Gab es eine Prophetin, die in der Lage war, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, da ist ein Schreibfehler drin, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu sehen. Sie war eine rechtschaffene Frau und der Kaiser holte oft ihren Rat ein. In der Tat hätte er nicht eine einzige wichtige Entscheidung ohne sie getroffen. Doch eines Tages war Konstantin unzufrieden mit ihrem Rat und ließ sie im Mai 1453 einsperren. Einige Wochen später ergriff Sultan Mehmed II. Die Stadt an und besiegte den Kaiser. Habe ich jetzt ergriff gesagt oder griff? Ich habe gerade irgendwie... Na. In dem Chaos der Schlacht verschwand die Prophetin. Niemand weiß, ob Engel sie in den Himmel geführt oder Dämonen sie in die Höhle... In die Hölle verschleppt haben. Okay... Mysteriös, was mit der passiert ist. Okay, was können wir sonst noch machen? Wir haben so eine creepy Puppe. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht. Oh, wir haben sogar so ein Klavierrätsel hier. Ah, da fehlen mehrere Tasten. Okay, müssen wir erstmal... Das Klavier sieht ohne ein einziges Notenblatt ziemlich nackt aus. Ja. Okay, müssen wir erstmal Tasten finden. Hier ist die Musik auch so ein bisschen anders als sonst, ne? Okay, so ein Puppenhaus sogar, wow. Was ist das hier? Dieser Hebel sollte irgendetwas anschalten, aber es tut sich aber nichts. Ja. Das wäre ein seltsamer Mechanismus, wenn ich mich nicht irre, fehlt ein Teil. Haben wir hier irgendwas da? Nee. Ich weiß es nicht. Wir lassen es mal noch. Da haben wir ja nur diesen Artikel gehabt. Okay, hier haben wir einen Schlüssel. Den können wir auch wieder im Keller benutzen, ein kreuzförmiger Schlüssel. Ist das ein Schloss? Könnte ein Vogelkopf der Schlüssel sein? Ein Vogelkopf? Ja, anscheinend. Was könnte romantischer sein als eine Gondelfahrt? Weiß nicht, da fielen mir schon so ein paar Sachen ein. Hier fehlt eine Kerze. Auch, fällt mir gerade so auf. Okay. Sonst gibt es hier scheinbar nicht wirklich viel zu entdecken. Zu dem Bett sagt sie auch nichts. Nee, da waren wir ja schon. Ja, das da, die Tür können wir uns noch anschauen. Irgendetwas Furchterregendes muss in der Werkstatt passiert sein. Warum sollte sonst jemand die Tür vernageln? Ja, weil da Feuer ausgebrochen ist. Das ist gefährlich, verdammt. Das war wirklich nur das. Okay. Dann haben wir aber noch, glaube ich, was hier gehabt, oder? Ja. Die Geschichte des Byzantinischen Reichs. Amanda ist ein erstaunliches Mädchen. Sie restauriert Gemälde, spielt Musik und liest viel über die Geschichte. Aber das Porträt des Mädchens in dem Buch erinnert mich an Chloe. Ja, genau, an die habe ich mich nämlich auch erinnert gefühlt. Weil eben, dieses Medium, habe ich ja gesagt. Sind sie Verwandte oder ist das nur ein Zufall? Warum haben wir da jetzt nicht das Buch dazu bekommen? Es wäre bestimmt schön gewesen. Oh, Amanda, da haben wir jetzt auch nochmal was. Amanda muss die Tochter von Simon und Chloe sein. Ah, sie erzählte mir von einem schrecklichen Feuer, das aus einem Gemälde kam. Bevor ich in das Haus kam, hätte ich nicht gedacht, dass so etwas möglich wäre. Aber jetzt? Ja, es lässt einen alles ein bisschen anders denken hier, was hier so passiert. Also wenn mir das wirklich passieren würde, wie ihr, wäre das natürlich... Können wir jetzt den Vogel hier nehmen, oder was? Nee. Okay, aber ein Vogelkopf. So, was können wir denn jetzt machen? Haben wir jetzt noch irgendwas? Achso, wir können jetzt erstmal in den Keller zurück. Und im Wohnzimmer haben wir jetzt noch was. Ach, im Wohnzimmer ist ja der Samen. Den haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Aber ich möchte jetzt erstmal, wie gesagt, in den Keller gucken. Bei diesem kreuzförmigen. War das jetzt der? Nee, das ist ein richtiges Kreuz. Achso, das war da oben, ja. Okay, rein damit. Schauen wir mal weiter. Okay, hier haben wir nochmal ein Porträt und eine Brechstange und irgendwelches anderes Zeug, mit dem wir aber nichts anfangen könnten. Okay. Das wollte ich nicht. Ja, boah, jetzt kommen wir hier wieder. Gut, dann gehen wir erstmal wieder ganz routinemäßig zum Stammbaum. Setzen das Porträt ein. Ob
hier jetzt auch schon irgendwo die Amanda zum Beispiel dabei ist oder so, oder ob die erst zum Schluss kommt oder sowas, oder ob wir da auch vielleicht dabei sind, aber nee, das sind ja eher die älteren Leute, die hier drauf sind und keine so, ja. Okay, Wohnzimmer, jetzt können wir den Samen hier befragen wahrscheinlich. Oder können wir jetzt noch irgendwas machen? Ich wüsste zumindest nicht, was. Hier hatten wir das Expertenobjekt schon, oder? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Aber ich glaube, das war hier unten. Also ja, hatten wir schon. Ah, können wir jetzt hier eigentlich irgendwas machen mal, oder? Aber nee, wir haben ja nichts zum Löschen. Nee. Achso, Gewicht, genau, da war ja was. Gewicht können wir hier irgendwie jetzt dran machen. Oder hätten wir das jetzt dahin machen sollen? Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen wir da irgendwas anderes noch und müssen schauen, wie groß es ist. Vielleicht die Maus? Nein. Nee, die Maus ist ja nicht so schwer. Wofür brauchen wir jetzt die Brechstange? Frag ich mich gerade so ein bisschen. Egal, aber es ist ja eigentlich klar, dass wir den Samen hier befragen sollten, oder? Nee, doch nicht. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Haben wir hier noch irgendwas? Oder? Nee. Ja, aber hier können wir ja auch nichts machen, weil da brauchen wir ja erst den Schlüssel. Aber warum können wir denn dann hier hin? War das jetzt nur wegen dem Gewicht? Das kann ja auch sein, ich weiß nicht. Ja gut, dann anscheinend war das nur wegen dem Gewicht. Oder? Wird es uns jetzt nochmal angezeigt? Nein, okay, alles klar. So, was können wir jetzt hier machen? Achso, die Brechstange benutzen für die Tür oder was? Wow. Ah ja. Ist ja nichts dabei, machen wir einfach mal auf, klar. So, dann würde ich aber sagen, wir schauen in diesen Raum erst in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wieder aufnehme. Wahrscheinlich wieder viel zu lang. Oder ich schau mal kurz, komm. Nee, wir können sogar noch reinschauen. Ha, also gucken wir mal hier rein. Wow. Hier glüht sogar alles noch und so. Wow, das ist krass. Und hier dieses... Wow, hier fliegt sogar was runter. Im Hintergrund. Okay. Hier haben wir aber ein Bild, das sie irgendwie restauriert hat anscheinend. Okay, schauen wir mal, was der Eintrag sagt. Das Gemälde. Das Zimmer war nur noch Schutt und Asche, aber das Gemälde hat das Feuer unbeschadet überstanden. Wie könnte so ein schönes Porträt zum Brandherd eines Feuers werden? Verdeckt es vielleicht ein anderes Gemälde? Oh, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Hier ist so eine eingezeichnete Tür. Oder so. Tapete kann auch als Leinwand dienen. Ich kann alles, was ich will, darauf malen. Das stimmt, ja. Oh, hier fliegt ja einfach mal alles runter so. Okay, aber wir haben ja nichts zu malen, oder? Nee. Dann wieder zurück. Immer Bilder, Bücher. Stimmt, jetzt suche ich erstmal nur kurz noch das Expertenobjekt hier drin. Das kann ja schwer sein, wenn hier alles glüht und auseinanderbricht und so weiter. Eigentlich müsste man ja nur so irgendwie drüber fahren und warten, bis so eine Hand kommt, oder? Weil da kommt ja immer eine Hand bei den Expertenobjekten. Ah, hier. Habe ich gerade aber auch gesehen, dass da was lag unten. Was ist das? Ein... Nee, ich sehe gerade gar nicht, was es ist. So ein Korb oder sowas und... Achso, und ein leerer Karton. Ja, gut. Okay, 23 von 35. Hey, wir kommen voran. Was haben wir hier? Das aufmachen. Wow, wir haben endlich mal hier dieses Auge gefunden von diesem, eine Schachfigur. Von diesem Ding da unten an der Treppe. Dieses, was weiß ich, was das ist. Amanda, ich glaube an deine schauspielerischen Fähigkeiten. Bewirke ein Wunder, indem du ein Lächeln auf das Gesicht des Mädchens zauberst. Okay.
Mysteriös. Das heißt, hat das was mit dem Bild jetzt zu tun, oder? Oh wow, jetzt machen wir hier noch so, weiß nicht, Farbenkunde oder sowas. Was für ein hübsches Mädchen. Ich kann kaum glauben, dass dieses Bild verflucht sein soll und die Quelle des Feuers war. Okay. Farbe aus Eigelb hätte eine tolle Farbnote. Ach so. Ei, oder was? Ah, jetzt ist es gar nicht mehr blau. Jetzt habe ich einfach so ein Ei mal reingeschmissen. Darin könnte ich etwas zermalen. Uff, okay, was ist das denn jetzt? Ach so. Moment. Hey, ich wollte nicht da ganz raus. Also, gelbe Steine. Also müssen wir die gelben Steine jetzt hier reinmachen und zermalen oder was? Ich brauche 200 Gramm gelbe Steine. Ah, ich sollte sie also abwiegen. Alles klar, dann wissen wir schon Bescheid. Gehen wir hier wieder zurück. Ja, ist jetzt ein bisschen umständlich, hätte auch einfach über das Ding gehen können. Oder wollen wir hier direkt schauen? Und, oh, das ist auch mein Mimmel. Oh Gott, hier ist jetzt wieder alles voll mit Stuff und Zeug. Oh, okay. Also, hier haben wir ja schon die 200. Okay, wie geht's 200 Gramm der gelben Steine ab, um einen Stein auf die Waage zu legen oder ihn runterzunehmen? Klicke ihn einfach an. Drauf damit, hier drauf, das dann noch. Hey, perfekt! Auf Anhieb einfach mal durch random klicken. 200 Gramm gelbe Steine. Geil, schön. Dann schauen wir jetzt noch ganz kurz hier mit dem... Geben wir ihm sein Auge zurück. Was passiert jetzt? Wow. Oh, ein neues Porträt. Sehr gut. Einfach mal hier in der, ja, in der Treppe. Gehen wir direkt mal, wie immer, wir machen es einfach mal direkt rein, falls da irgendwas Interessantes rauskommt. Oh ja. Was ist das denn? Es glänzt immer alles, es glüht immer alles so mysteriös oder leuchtet immer so mysteriös. Ein Smaragdschlüssel. Okay, wo wir den einsetzen können, weiß ich jetzt noch nicht so ganz, aber naja. Gehen wir doch mal in den Hauptsaal und würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann aber erst dieses Wimmelbild hier. Dieses Wimmelbildrätsel. Hm. Oder? Ich guck mal noch kurz, wie viel Zeit wir haben. Nee, wir können sogar noch anfangen. Okay, gut. Dann machen wir das einfach mal. Hier waren wir schon lange nicht mehr bei dieser Kulisse, sag ich mal. Okay, eine Brille. Hier ist das Kissen sogar noch aufgeritzt von dem letzten Mal. Das finde ich gerade schön, dass es noch so beibehalten wurde. Eine Freiheitsstatue, die haben wir ja schon oft gesehen hier. Spielkarten, die haben wir da. Fernglas. Ein Bügeleisen, wo waren hier ein Bügeleisen? Ach, da hinten. Ein Schädel. Ach, da hinten. Ein Hufeisen. Hufeisen. Wo haben wir ein Hufeisen gehabt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr, muss ich sagen. Ich sehe es gerade auch nicht. Naja, eine Pfeife. Ach so, so eine Trillerpfeife. Okay. Ich habe gerade schon wieder so eine Rauchpfeife suchen wollen. Eine Reiter. Ah, Hufeisen. Da ist das Hufeisen. Ein Reiter, den habe ich doch auch gerade schon gesehen. Wo war der? Ach so, ist es einfach der da. Ja. Okay. Ein Löwe. Wo haben wir denn hier einen Löwen? Da hinten, im Hintergrund. Sehr gut. Der Rest ist dann irgendwo dahinter. Zum Beispiel der Schuh. Mhm. Ist hier noch irgendwas dahinter? Das können wir diesmal gar nicht anklicken, alles klar. Dann müsste es hier drunter noch was sein, dann alles, was wir noch ansonsten suchen. Eine Büroklammer. Die war hier. Pinsel, ja. Seife, ach, das ist Seife. Ich hab gedacht, das wäre so ein Päckchen. Also, als wir das erste Mal gesehen haben. Und eine gestrickte Socke. Das heißt, wir müssen jetzt so eine Socke stricken. Das ist ja auch cool. Wo haben wir denn hier Stoff oder... Hier haben wir zum Beispiel schon mal die Nähnadel. Oder die Stricknadeln wohl eher. Wo haben wir jetzt hier Stoff zum Nähen? Sie
ich gerade gar nicht. War das hier drunter? Nee. Oder hier? Nee, hä? Haben wir denn jetzt hier so einen Stoff oder sowas? Nee. Hm. Oder ist das ja auch sozusagen Stoff? Oder? Nee. Okay, bin jetzt doch so ein bisschen wieder. Weiß nicht. Achso, da! Hier, okay. Ja. Ich dachte mal, das wäre so eine Mütze, wo so ein Bommel irgendwie runterhängt oder sowas. Aber nee, es war. Okay. Wolle. Und da haben wir jetzt die gestrickte Socke. Sehr schön. Was bekommen wir da jetzt? Einen Pinsel. Ah, damit können wir jetzt auch malen. Das ist ja cool. Damit können wir immer noch nichts machen mit dem Ding. Okay, unser Inventar ist mal wieder so ein bisschen voll mit Zeug. Dann müssen wir jetzt wieder zurück ins ausgebrannte Zimmer und können hier jetzt malen. Aber das machen wir jetzt wirklich erstmal in der nächsten Folge. Da schwingen wir einfach mal den Farbpinsel und schauen, was wir hier so machen können. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Bis dann, eure Shadow Keeper Wolves.